Sandro Aeschlimann gab vor wenigen Sekunden noch die ganze Kurve ihren Namen skandiert. Die Unterstützung der Fans war grossartig. Tut das auch eine gute Seele, jetzt, wenn man das spürt? Oder tut das noch ein bisschen mehr weh, wenn man weiss, jetzt geht es fertig, jetzt ist es zu Ende? Ja, ich glaube, es tut mehr weh. Ich glaube, wir haben die Unterstützung die ganzen Playoffs gehabt, heim wie auswärts. Sie sind immer da gewesen. Es war unser 7. Mal heute oder immer. Und ja, jetzt so bitter verlieren tut sicher weh. Wir hätten sicher mehr wollen als 4-0 rausgehen. Ja. Jetzt habt ihr aber auch ein bisschen Geschichte geschrieben mit eurem Playoff-Run, den ihr gehabt habt. Jetzt geht es relativ schnell zu Ende in diesem Halbfinale. Ich nehme an, die Enttäuschung überwiegt. Und trotzdem, was nehmen wir denn mit aus diesen Playoffs 2022? Es ist jetzt ein bisschen schwierig, über das eine Antwort zu geben. Es ist sicher cool, dass wir 3-0 gekehrt haben. Aber am Schluss willst du das letzte Spiel gewinnen in der Saison und nicht verlieren. Und das Jahr gehen wir als Verlierer. Ja. Das letzte Spiel, das tut sicher weh. Sie persönlich haben unglaubliche Playoffs gezeigt, eine unglaubliche Qualifikation gezeigt. Wie würden Sie Ihre Entwicklung, wenn Sie das könnten oder möchten, beschreiben? Sie selber, was finden Sie für Wort zu Ihrem Jahr? Ich glaube, es ist nicht mein Jahr. Es ist das Team, das am Schluss erfolgreich ist. Das Goalie sieht automatisch besser auf, wenn vorher Leute mitmachen. Und, ja, ich glaube, mehr kann ich nicht dazu sagen. Danke vielmals, Sandro Aeschlimann.